Ja, Malte, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. In diesem Video möchte ich euch kurz erklären, warum wir unseren Kurzurlaub abgebrochen haben. Kurz vorweg, ich habe das jetzt halt hier via Webcam oder ich nehme es halt via Webcam auf, weil ich jetzt keinen Bock habe, jetzt nur wegen den kleinen, wegen den kleinen Infovideo jetzt extra meine Canon noch anzuschmeißen, dann wieder hin und rüber zu laden und wie auch immer. Ja, kurze Information. Auf jeden Fall waren die Tage, die wir dort waren, halt mega schön. Die Natur, die Umgebung, wirklich alles top. Das Ferienhaus an sich auch echt super. Allerdings war der Vermieter nicht ganz so toll. Uns ist das schon aufgefallen, wo wir angereist sind am Montag. Wir waren ja, wann waren wir da gewesen? Viertel, nee, halb fünf. Also irgendwas zwischen Viertel und halb fünf war. Also 16:15, 16:30 so die Rede, für die Leute, die da halt Probleme haben mit den sächsischen Wörtern. Ja, wir sind halt so die Dreher angereist und er kam uns schon halt recht kühl rüber. Also halt nicht irgendwie so freundlich, auch irgendwie nicht so, ah, toll und keine Ahnung. Und halt richtig so, also so richtig lieblos und kalt irgendwie, keine Ahnung. Naja, okay. Haben wir uns nicht dabei gedacht. Ich meine, es gibt so Leute und so Leute, ist ja nicht so das Problem. Auf jeden Fall, ja, stand da auch im Internet da, dass halt die Heizung immer da ist, also quasi Heizung ist komplett dabei und läuft den ganzen Tag so. Erzgebirge war kalt gewesen, wir hatten nachts Minusgrade und tagsüber meistens immer so zwischen 1 und 3 Grad plus mit eisigem Wind. Also ihr könnt euch schon vorstellen, dass es halt schon kühl war. So, wir sind halt angekommen. Wie gesagt, der Typ war halt nicht so dolle gewesen und das Erste, was halt war, gleich, ihr haftet für Schäden. Wussten ganz genau, dass wir einen Hund dabei haben und ich meine, es ist auch logisch, oder wenn unser Hund irgendwas kaputt machen sollte, dass wir das auch bezahlen. So, gleich irgendwie gar nicht so groß, ja, ihr haftet für Schäden. Da dachte ich mir so, oh Gott, was ist denn das für ein Typ? Und vor allem, das Schlimme war ja auch, der wohnt ja auch im Nachbarhaus, ne? Ist ja nicht so das Problem. Auf jeden Fall sind wir dann hochgegangen ins Schlafzimmer, weil er hat uns quasi durchgeführt, rumgeführt und durch das Haus und Schlafzimmer. Ja, da war halt das erste Problem, Daunenbettwäsche, also Daunenbetten. Ich vertrage das aber nicht, weil also ich bin allergisch gegen Daunen oder gegen Federn allgemein. Und da, wenn ich da drinnen schlafe, da kann ich direkt mich ins Krankenhaus einweisen lassen, auf gut Deutsch gesagt. Naja, gut, okay, da dachte ich mir so, kein Problem, da lassen wir einfach die Heizung an, lassen das Fenster zu. Ich meine, das ist ein riesengroßer Raum. Und dann nehmen wir halt die Kuscheldecken und tun die halt dann als Bettdecke nehmen. Das wird schon funktionieren, so. Naja, dann fragt er halt, wann wir die Heizung brauchen. Da dachte ich mir so, na gut, okay, weil das klang halt für mich so wie, wann wir die Heizung wieder hochdrehen. Wegen, man kann ja die Temperaturen von mir aus jetzt nachts auf 16 Grad machen und tagsüber halt auf 25 oder wie auch immer. So war das halt für mich gedacht, also dass er das so meint. Dann haben wir gesagt, na gut, wir stehen so um 8, um 9 auf. Dann, dass er dann die Heizung dementsprechend dann halt, ne, anmachen kann, wie auch immer. So, gut, okay, damit war das so alles so erledigt, alles kein Problem. Und ja, die erste Nacht haben wir dann angefangen, so ab um 2 war ich putzmunter, weil mir arschkalt war. Ich bin halt rumgegangen im Haus, es waren alle Heizungen eiskalt, obwohl wir die halt auf der 3, also so ein Mittelding quasi stehen hatten, habe ich die hochgedreht. Die blieben kalt. Naja, dachte ich mir so, ist kein Problem, wir haben uns halt aneinander gekuschelt, haben halt gefroren wie so ein paar sonst was. Ja, wir dann halt munter geworden oder ich bin halt wieder munter geworden. Und da ging die Heizung erst um 8 an. Dachte ich mir so schön. Wir haben gefroren wie. Also ich habe an der Nacht gar nicht geschlafen, weil wir einfach übelst gefroren hatten. Und naja, wie wir dann früh aufgestanden sind, also ich muss dazu sagen, das Grundstück war umzäunt, war alles kein Problem. Die hatten auch einen Hund gehabt, auch alles gar kein Problem. So, wir stehen halt früh auf. Und Thomas ist halt mit Penny gleich früh mal kurz in den Garten gegangen, pullern. Also, dass Penny pullern gehen kann. Und ich bin davon eigentlich ausgegangen, dass eigentlich komplett zu ist. Ich habe aber zu ihm gesagt, dass nimm Penny mal lieber an die Leine. War auch gut so gewesen, weil vorne das Tor sperrweit offen ist. Und ganz ehrlich, Leute, da habe ich kein Verständnis, weil ich meine, wenn die Leute wissen, dass wir einen Hund dabei haben, ja, und der Hund auch vielleicht mal im Garten draußen rumlaufen kann, darf, wie auch immer, was auch eigentlich erlaubt war, dann lasse ich doch bitte, wenn ich rausgehe, die Türen nicht ganz, also die haben halt so, wie es halt so ist, ne, Einfahrt, Ausfahrt, Tor, dann lasse ich doch nicht das Tor offen, ganz ehrlich. Ich meine, das ist zwar denn ihr Grundstück, aber die müssen dann auch so ein bisschen Verständnis zeigen und dann auch mal die Türe zumachen. So. Da war es mir schon hier oben, weil ich mir dachte, das war sowieso schon so ein unfreundlicher Mensch und dann auch noch ins Tor offen lassen, das. Ah! Naja, okay. So, dann war halt auch Thomas mal drüben gewesen, weil es hieß ja auch, dass man WLAN hat. Und dann war halt Thomas drüben gewesen, hat halt gefragt wegen WLAN, ob es das nun gibt oder nicht gibt.
auf Nachfrage haben wir dann auch das Passwort bekommen für einen WLAN-Router. Musste man aber wieder etliche Verträge unterschreiben und bla bla und keine Ahnung, nicht, dass wir irgendwelche Viren verbreiten und so weiter und so fort. Klar, als ob ich nichts Besseres zu tun habe, als im Urlaub Viren zu unterschreiben. Naja, ist ja nicht das Problem. So, dann sind wir halt auf den Fischelberg gewandert, war auch nicht so das Problem, war mega geil, Leute, ohne Spaß, es war mega toll gewesen. Ja, und wie wir dann wieder zurückkamen, ich muss dazu sagen, wir haben extra quasi im Wohnzimmer, in Küche, Bad und so haben wir extra auf die Heizung runtergedreht. Aber oben im Schlafzimmer haben wir das halt die Heizung extra bewusst auf volle Pulle gehabt, weil wir gedacht haben, dass, ja, wie gesagt, wenn es halt nachts zu lange kalt ist, dass es halt wenigstens so ein bisschen länger wärmer bleibt. Na okay, waren wir wieder zurück, alles war Bombe gewesen. Und haben ihn aber direkt darauf angesprochen, ob es nicht möglich wäre, die Heizung, passt auf, die Heizung auf um 6, also dass die Heizung um 6 angeht, weil wir um 7 aufstehen, habe ich direkt so gesagt, ob er das nicht machen könnte, dass die Heizung um 6 angeht, weil wir um 7 aufstehen. So, ich habe mir extra Wecker auf um 6 gestellt, um mal zu gucken. Muss dazu sagen, bin aber sowieso schon vorher munter gewesen, also so sehr mit Wecker gestellt habe ich mir da nicht. Ich war dann einfach von um 5 bis um 6 munter gewesen. Ja, war die Heizung aus gewesen. Ist doch Punkt 5 Minuten vor um 7 die Heizung angegangen. So nach der Devise, ja, wenn die bis um 7 schlafen, dann fällt das bestimmt nicht auf, wenn ich die Heizung erst kurz davor anmache. Da ist mir der Kragen geplatzt, Leute, ohne Spaß. Ich meine, was ist denn das für ein Urlaub, wenn du jede Nacht frierst wie so sonstiges, wo ich zu ihm gesagt habe, dass die Federbetten halt nicht gut sind, weil ich dagegen allergisch war. Denk dir mal irgendwie, der ist auf den Gedanken gekommen, irgendwie mal uns entgegenzukommen. Dass er zum Beispiel sagt, ja, kein Ding, ich habe drüben noch irgendwie Kuscheldecken oder keine Ahnung, nichts, gar nichts. Weil es so überhaupt total so, es wird zu warm. Da dachte ich mir so, Arschloch, weißt du, ganz ehrlich, ne, ist egal. Da bin ich sowas von ausgerastet. Ich dachte so, es kann doch wohl nicht wahr sein. Nur weil ich gesagt habe, dass er doch die Heizung bitte um 6 anmachen kann, weil wir um 7 aufstehen, heißt es doch so nach der Devise, naja, die stehen um 7 auf, mache ich die Heizung kurz davor. Ey, das ist Unspaß, Leute. Es war nachts Minusgrade und die Heizung war aus. Ich meine, ich würde es ja noch verstehen, wenn er die Heizung auf 15 Grad macht, aber nicht hier irgendwie total ausstellen. Weil das dauert eine Ewigkeit, um so eine arschkalte Bude wieder hochzuheizen. Das ist so eine Sache, die verstehe ich überhaupt nicht. Naja, okay, dann war halt am nächsten Tag wieder die ganzen Tore offen. Okay, alles klar soweit. So, und gestern, das war die Krönung gewesen. Wie ich schon sagte, wir haben halt tagsüber, wenn wir unterwegs sind, haben wir halt die Heizung oben im Schlafzimmer auf ganz an und der Rest halt so ein bisschen runtergedreht. Kommen wir doch nach Hause und die Heizung ist oben komplett ausgestellt. Ey, da ist mir der Kragen geplatzt, Leute, weil ich kann sowas überhaupt nicht ab. Ich meine, ist ja alles gut und schön, dass er vielleicht mal, wenn wir da sind, so mal irgendwie so guckt oder keine Ahnung oder fragt, ob alles in Ordnung ist. Nichts, gar nichts. Und er ist halt einfach, wo wir unterwegs waren, ist er einfach hoch, hat die Heizung ausgestellt. Ich muss dazu sagen, auch auf jeder Scheißtüre war ein riesengroßer Zettel, was man zu tun hat und nicht zu tun hat und Heizung auf das stehen und Heizung auf das stellen und keine Ahnung. Leute, ohne Spaß, so macht ein Urlaub keinen Spaß, ehrlich. Ich war gestern so deprimiert gewesen, weil ich habe mich so mega auf diesen Urlaub gefreut, ja. Und ich meine, einige von euch können es bestimmt auch nachvollziehen, wie ich mich dann auch so die letzten Tage verhandelt habe, wie ich mich die letzten Tage verhalten habe. Und dann sowas, ohne Scheiß, der war so unfreundlich gewesen. Dann die ganze Zeit irgendwie Befehlstöne und keine Ahnung, wenn dann auf jeden Scheiß Türe draufsteht, das und das musst du zu haben. Oder wenn du in der Wanne warst, dann haben die Handtücher draußen zu hängen, zu trocknen draußen bei Schnee, ist klar. Und keine Ahnung. Und dann, ja, du musst dann stoßlüften und das Fenster aufmachen und keine Ahnung. Leute, ohne Spaß, jeder normale Mensch weiß, dass man, wenn man zum Beispiel duschen war oder so, dass man das Fenster mal aufmacht, damit das nicht schimmelt. Ist ja alles kein Problem, aber dann irgendwie so uns wie als doof darstellen zu lassen, ne? Das ist sowas, was ich überhaupt nicht ab kann. Und nachdem er bei uns in der Wohnung war und die Heizungen ausgedreht hat, da dachte ich mir so, nee, gut, Leute, ohne Spaß, dann ist es bei mir auch vorbei, weil wir haben schon nachts die ganze Zeit gefroren, ja. Und wenn du zurückkommst, ja, bist du sowieso schon durchgefroren, wenn du hier 8 Stunden lang draußen bei Minusgraden bist und bei Schnee und sonstiges und du kommst dann nach Hause und da ist die Wohnung quasi kalt und du wirst nicht mehr warm, dann macht es echt keinen Spaß, ohne Spaß, ohne Spaß, ohne Spaß. Nee, und das ist der Grund, warum wir dann gestern gesagt haben, nee, komm, das hat keinen Sinn, weil was bringt uns das, wenn wir zwar tagsüber Spaß haben, aber dann letztendlich dann wieder zurück in die Ferienwohnung gehen und dann sagen, oh nee, alles scheiße. Und auf nachts hat man sowieso keinen Bock, weil nachts war es so kalt gewesen und das ist ohne Spaß. Es macht einfach keinen Spaß oder keine Lust, dann irgendwie länger dort zu bleiben. Ich meine, wir hatten noch so viel vor.
Heute zum Beispiel, also Donnerstag, wir wollten noch auf ein Hochmoor gehen, da war in der Nähe ein Hochmoor und das wollten wir uns mal anschauen. Aber ganz ehrlich, das ist einfach nicht schön. Wie gesagt, wenn man auch zum Beispiel auch die Verabschiedung, wir haben dann halt gesagt, wir würden gerne auschecken. Also wir würden gerne vorzeitig halt das Ferienhaus verlassen. Ja, also total unfreundlich und kalt, kein irgendwie so, pff, ja, wie hat es euch gefallen? Nichts, gar nichts. Und da dachte ich mir so, nee, komm. Hat sich erledigt. Aber da sieht man mal wieder, dass die Leute sich so denken, naja, junge Leute, da kann man es ja machen. Ich glaube ganz ehrlich, wenn jetzt, ich meine, ich bin zwar erwachsen, ja, sehe aber jünger aus. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn jetzt so ein 40, 50-Jähriger da hingegangen ist, ja, das würde der garantiert nicht machen. Da würde die auf Füßen lecken und sonstiges. Naja. Du, ihr Lieben, jetzt wisst ihr die Story, warum wir so zeitig das, wie heißt es, Emplacement, Blein, keine Ahnung, das Ferienhaus verlassen haben. Ich finde es echt schade. Mir kamen gestern wirklich die Tränen, weil ich mich wirklich so drüber gefreut habe über den Urlaub. Und dann, aber wie ich schon gesagt habe, das war so mein Instinkt gewesen. Ich habe noch davor gesagt, also irgendwas geht schief, irgendwas läuft nicht und keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ihr nochmal Fragen habt oder irgendwas nicht wirklich verstanden habt, ich kann euch das gerne auch mal unten in den Kommentaren verfassen, wenn ihr da irgendwie was reinschreibt. Und ja, ich hoffe mal, der ein oder andere wird uns schon verstehen können, dass man da wirklich keinen Bock hat. Thomas sagt auch schon, ich habe so scheiße geschlafen, weil die Liegen, die Betten, die waren so durchgelegen, da hat man echt nur noch unten so auf dem Festen gelegen, als es waren nicht so wirklich toll gewesen. Und dann halt sowieso, wenn man dann nachts friert, das ist dann echt scheiße. Ohne Spaß, Leute, das. Nee, das muss nicht sein. So haben wir wenigstens heute noch den Tag genossen. Morgen soll es warm werden. Da wollen wir nochmal so einen kleinen Tagesausflug machen. Und dann wollen wir morgen Abend, wollen wir bei dem meinen Lieblingsitaliener nochmal essen gehen und quasi so als Abschluss von unserem Urlaub. Aber wie gesagt, das ist echt scheiße gelaufen. So, ich meine, der Tag, wo wir jetzt, und ich meine, wir waren nicht mal, wir waren 2 Tage dort. Nicht mal 2 Tage waren wir dort gewesen. Das ist echt traurig. Aber naja. Ich hoffe, ihr könnt uns verstehen und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Abend. Es kommt auf jeden Fall nochmal die Tage so ein kleines Outtake-Video sozusagen, weil ich habe etliches Film- und Fotomaterial nicht in meinen Vlogs mit reingearbeitet, einfach weil das zu lange gedauert hätte wegen Rendern. Und da kommt dann auf jeden Fall nochmal so ein kleines Impressionsvideo, wo ein paar Szenen dabei sind, die ich quasi nicht mit hochgeladen habe, die auch sehr lustig waren und. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch die letzten Vlogs gefallen haben und würde mich freuen über euer Feedback in den Kommentaren. Würde ich sagen, schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.